habe jetzt diese Aufnahme oder diese Webinar, ja, die Aufnahme für dieses Webinar, die Aufnahme gestartet und beginne mit der Präsentation. Tipps und Tricks zur Steigerung der Produktivität. Heute nur präsentiert von mir. Mein Kollege Bernd Gerstenberger ist heute leider nicht verfügbar und deswegen werden wir Fragen, wenn möglich, am Ende der Session. Die Sprachübertragung beginnt jetzt. Alle Teilnehmer befinden sich im Zuhörermodus. Willkommen zu unserem heutigen Webinar Tipps und Tricks zur Steigerung der Produktivität. Das Thema heute ist kurzfristig in unsere Agenda gerutscht, da wir in Amerika einen AutoCAD Answer Day haben und wir gebeten wurden, das Thema mit dem Webinar für Amerika anzupassen. Das ursprüngliche Thema 3D-Modellierung wird im nächsten Webinar behandelt. Heute werde ich alleine präsentieren. Mein Kollege Bernd Gerstenberger ist nicht verfügbar. Aus dem Grund werde ich die Fragen während der Aufzeichnung leider nicht beantworten können, komme aber dann hoffentlich am Ende der Präsentation dazu. Bevor wir beginnen, stellen Sie Fragen im Chatfenster. Ich werde sie nach Möglichkeit direkt beantworten oder eben am Ende der Präsentation durchlesen und dort beantworten. Diese Präsentation wird aufgezeichnet und die PowerPoint-Präsentation als auch ein Word-Dokument mit den 30 Tipps und Tricks, die ich Ihnen zusammengestellt habe, wird unter autodesk.box.com, AutoCAD IQ Deutsch, zur Verfügung stehen. Beachten Sie auch unsere Webseite autodesk.com/helpwebinars. Dort finden Sie eine Liste aller Produkt-Support-Webinare und dort finden Sie auch Informationen über künftige Webinare sowie die Aufzeichnung der früheren Webinare. Sie können dort auch ein Feedback hinterlassen, entweder zum aktuellen Webinar, ob es Ihnen gefallen hat, Anregungen und Vorschläge und Ideen zu künftigen Webinaren geben. Oder Sie schreiben direkt Ihr Feedback an autodesk.help.webinars@autodesk.com. Bevor wir beginnen, habe ich noch drei Fragen an Sie und die würde ich Ihnen jetzt kurz stellen. Ich warte da jeweils 30 Sekunden, bis Sie die Fragen beantwortet haben. Ich hoffe, Sie können die Antworten oder die Fragen jetzt sehen. Ja, ich sehe, 50% der Teilnehmer haben gewählt. Gut. Nein, das wollte ich nicht öffnen. Ich wollte Ihnen eigentlich die Ergebnisse zeigen. Jetzt. Jetzt müssten Sie die Ergebnisse sehen. Wir haben fast alle sind nicht das erste Mal dabei. Gut. Die zweite Frage ist, mit welcher AutoCAD-Version arbeiten Sie? So, jetzt wo sind meine Fragen verschwunden? Diese Frage funktioniert anscheinend nicht. Jetzt habe ich leider ein technisches Problem. Die Frage wird nicht angezeigt. Ah ja, jetzt. So, die meisten arbeiten mit AutoCAD Architecture oder AutoCAD pur.
Hier sehen wir das Ergebnis. AutoCAD LT wird von unseren Zuhörern heute gar nicht verwendet und andere auch nicht. Gut. Die letzte Frage für heute zum Starten. Mit welcher Methode beim 3D-Modellieren bevorzugen Sie? Das zielt schon auf das nächste Webinar ab, was in 4 Wochen stattfinden wird. Gut. Das Ergebnis sehen wir hier. Die Modellierung als Volumenkörper wird 50% der Zuhörer bevorzugt. Modellierung mit Netzen und sind die restlichen 25% und der Rest ist, hat noch nie modelliert. Dann wird das nächste Thema hoffentlich sehr interessant werden für Sie. Gut. Weiter mit unserer Präsentation. Eine Übersicht der vorherigen Webinare aus unserer Reihe erweitern Sie Ihren AutoCAD IQ. Das letzte wurde präsentiert von meinem Kollegen Bernd Gerstenberger, Reparieren, Wiederherstellen und Zurücksetzen. Und diese ganzen Webinare können Sie auf dem Cloud-Laufwerk natürlich in der Präsentation und in der Aufzeichnung herunterladen. Noch ein paar Autodesk Knowledge Network Themen und Beispiele zu diesem Thema. Getting ready to install. Prepare your system and gather information before installing. Installation und Konfiguration. Schritt für Schritt Anleitungen für verschiedene Installationstypen. Aktivierung und Registrierung. Wie kann ich mich aktivieren und meine Software registrieren? Und die Lizenzen managen. Ein Schnellzugriff für Hotfixes, Service Packs und Downloads am Ende für AutoCAD und AutoCAD LT. So, unsere heutige Agenda sind einige unserer besten 30 Tipps und Tricks zur Produktivitätssteigerung, unter anderem Einstellungen in Windows, Einstellungen in AutoCAD, die Systemvariablen selber, bestimmte Workflows, und Abkürzungen, was Produkt oder Workflows betrifft, als auch in der Benutzer oder beim Benutzen von AutoCAD. Siehe Word-Dokument. Ich habe für ihn Sie ein Word-Dokument zusammengestellt, was alle Schritte durchführt. Ich werde dort auch heute spicken müssen, weil ich mir die 40 Tipps und Tricks oder 30, es sind hier auf dem Word-Dokument einige mehr. Ich hoffe, wir schaffen sogar mehr als 30. Jedenfalls kann ich sie mir nicht alle merken, deswegen muss ich ab und zu mal spicken. Falls es zu kurzen Unterbrechungen kommt, dann schaue ich gerade wahrscheinlich auf dieses Word-Dokument. Wir können es auch so machen, dass wir uns das zusammen anschauen und ich demonstriere Ihnen dann jeweils im Programm, was damit gemeint ist und wie man dorthin kommt und welche Auswirkungen es hat. Gut. Dazu brauchen wir eine Beispielzeichnung, die Ihnen auch zur Verfügung gestellt wird, falls Sie die Tipps und Tricks nachstellen möchten. Das Dokument selber, wie gesagt, können Sie auch herunterladen. Es müsste Ihnen jetzt schon in der Download sei auf der Download-Seite oder schon zum Download zur Verfügung stehen aus dem Webinterface. Fangen wir an mit dem ersten Tipp, was hier bei Nummer 3 startet. Das ist auf der Windows-Ebene, wenn Sie Ordner oder favorisierte Ordner in AutoCAD in einem Öffnen- oder Speichern-Dialog hinzufügen möchten. Ich zeige Ihnen das kurz im AutoCAD. Also wir haben einen Dialog zum Öffnen oder Speichern, dieses Dialogfenster, was wahrscheinlich jeder kennt. Es ist nur ein kleiner Tipp, falls das Dialogfenster nicht erscheint, ist wahrscheinlich die Systemvariable FileDir
also ausgeschaltet. Standardmäßig ist sie auf 1 geschaltet. Wenn ich sie auf 0 schalte und dann eine Datei öffnen möchte, werde ich in der Kommandozeile gefragt, welche Datei ich öffnen möchte. Ich soll hier also einen Pfad direkt eingeben. Nach einem Systemabsturz kann es oft öfter passieren, dass FileDir sich automatisch auf 0 setzt. Also wenn der Dialog sich nicht öffnet, FileDir eingeben, auf 1 stellen und dann dürfte er wieder sich öffnen. Um einen Favoriten in der Palette hinzuzufügen, navigieren Sie einfach auf den Ordner, den Sie auswählen möchten. Ich gehe dazu mal jetzt auf C, Autodesk, und gehe hier mit der rechten Mausseite auf die linke Seite und sage aktuellen Ordner hinzufügen. Und schon habe ich hier in dieser Liste den aktuellen Ordner und kann dann beim nächsten Mal, wenn ich das Menü öffne, direkt auf diesen Ordner zugreifen und hin und her springen. Das ist, finde ich, sehr vorteilhaft, wenn man projektbezogen oder arbeitet, beziehungsweise wenn Projekte in bestimmten Ordnern abgelegt sind. Der nächste Tipp ist auch Windows-basiert, und zwar könnten Sie das Programm mit einer bestimmten Vorlage automatisch öffnen. Die Standardvorlage für AutoCAD ist die acad-iso.dbt, und wenn ich mir jetzt eine Desktop-Verknüpfung anlege und dort mit dem Zusatz -t versehe und dann den Dateinamen angebe, dann wird beim Programmstart automatisch diese Datei geöffnet. Wie mache ich das? Gehen aus AutoCAD raus. Ich hoffe, Sie sehen jetzt meinen Desktop. Einen Moment. So. Und ich gehe mit der rechten Maustaste auf den Desktop-Shortcut, auf Eigenschaften, und dort sehe ich unter Ziel quasi den Link, wohin diese Desktop-Verknüpfung zielt, und kann hier im Grunde genommen einfach hinten anfügen, -t und dann den Dateinamen. Ein kleiner Tipp dazu gehört auch zu den Tipps und Tricks, oft in der Hilfe nachschauen. Und zwar habe ich mir die Hilfe jetzt nicht nur aus dem Programm, man kann die Hilfe aus dem Programm heraus starten, ich habe mir die Hilfe aber auch als Online-Hilfe im Browser als Link eingespeichert. Das ist jetzt die Hilfe auf Englisch. Ich kann hier auf der rechten Seite ohne Probleme auf Deutsch umschalten. Und kann so, zwei Tipps dazu, wenn ich zum Beispiel den englischen Begriff kenne oder wir gehen ja von Deutschland aus, ich kenne den deutschen Begriff, weiß aber den englischen nicht. Zum Beispiel Ansicht. Was heißt Ansicht in der englischen Version? Ich tippe die Ansicht, suche mir die entsprechende Hilfedatei, ändere auf Englisch und schon weiß ich, Ansicht heißt in AutoCAD View. Und wenn ich zum Beispiel in der AutoCAD Knowledge Base, die noch auf Englisch ist, etwas suche zu einem bestimmten Thema und mir fällt der englische Begriff partout nicht ein, kann ich mir hier die Übersetzung holen und kann dann den englischen Spezialbegriff in der Hilfe eingeben oder in der Suchfunktion. Zu den Startup-Switches. Das ist der englische Begriff für diese Kürzel, die ich in der Desktop-Shortcut, also in der Verknüpfung angeben kann. Zeigt mir die Hilfe dieses Thema. Ich schalte um auf Deutsch. Voilà, ist nicht verfügbar. Das kann ich fast gar nicht glauben. Probieren wir das Ganze nochmal.
Ha, okay. Dann lesen wir uns das in Englisch durch und sehen dann einige Beispiele. Worauf ich hinaus wollte, ist eigentlich hier diese Referenz und die sollte in Deutschland auch verfügbar sein. Genau. Hier sehen wir die möglichen Startup-Switches, die man einstellen kann. Ich kann zum Beispiel beim Starten von AutoCAD ein bestimmtes Skript ausführen mit Slash B und dann den Skriptnamen oder hier Slash T den Namen einer Vorlagedatei angeben. Kommen wir zu AutoCAD selbst. Wenn Sie eine spezielle Vorlage als Standardvorlage haben möchten, also nicht die AutoCAD ISO DBT, sondern Sie haben sich Ihre eigene Vorlage zusammengestellt, dann können Sie mit der Systemvariable SNeu diese Vorlage zur Standardvorlage erklären. Ich gebe das mal kurz ein, SNeu, und dann wähle ich mir die Vorlage aus, die standardmäßig beim Öffnen oder beim Erstellen einer neuen Datei geladen wird. Die nächste Option, AutoCAD-Option, Rechtsklick-Anpassung in der Benutzereinstellung. Insbesondere das zeitabhängige Rechtsklicken. Das ist normalerweise etwas, was einem nicht so oft begegnet. Also wenn ich die Optionen einstelle, die Benutzereinstellung und dann hier auf die Rechtsklick-Anpassung gehe, dann kann ich das zeitabhängige Rechtsklicken aktivieren. Was heißt das genau? Schauen wir uns das in der Hilfe an. Das bestimmt, ob bei einem Rechtsklick im Zeichenbereich ein Kontextmenü angezeigt wird oder ob der Rechtsklick als Drücken der Eingabetaste interpretiert werden soll. Und wenn das Rechtsklickverhalten eingestellt ist, dann hat ein schneller Klick die gleiche Funktion wie die Eingabetaste und ein längerer Klick öffnet das Rechtsklickmenü. Also, ein schneller Klick ist eine Eingabetaste und ein langer Klick mit der rechten Maustaste öffnet das Kontextmenü. AutoCAD-Optionen, weitere, wenn das automatische Speichern in einer früheren DWG-Version können Sie auch in den Optionen einstellen. Öffnen und speichern und sagen dann AutoCAD die Datei speichern unter einer AutoCAD 2013, was die aktuelle Versionsnummer ist für 2013, 14, 15 und 16. Oder Sie möchten eben in einer AutoCAD 2010, 7 oder 4 Version speichern. So, das war es erstmal von den Optionen. Jetzt der Schnellzugriff-Werkzeugkasten. Wenn Sie zum Beispiel, hier geht es um die schnelle Anpassung des Nutzermenüs und um sich bestimmte Befehle auf den Schnellwerkzeugkasten zu setzen. Dazu ist das oben hier gemeint, das quasi das Äußerste oben. Ich habe hier, wenn ich diese Liste öffne, kann ich mir ein paar Dinge schon anzeigen lassen, zum Beispiel die Plot-Voransicht. Wenn ich das einstelle, habe ich hier einen weiteren Knopf für die Funktion Plot-Voransicht. Diese bleibt immer dort. Sie müssen also nicht in der Multifunktionsleiste herum drücken und nach dem entsprechenden Befehl suchen. Was Sie auch machen können, ist sehen, Sie sehen, es sind nicht alle Funktionen, die es in AutoCAD gibt, aufgezeigt. Sie können sich auch ganz schnell zum Beispiel diese Layerliste da hochladen. Diese Layerliste ist nur in der Multifunktionsleiste unter Start zu sehen. Und wenn Sie jetzt irgendwo im 3D-Bereich arbeiten oder irgendwo anders, Sie möchten die Layer ändern, dann haben Sie immer das Problem, Sie müssen erst zurück auf Start und dann auf die Layerliste. Wenn Sie hier mit der rechten Maustaste drücken auf die entsprechende Funktion, dann können Sie sagen, zum Schnellzugriff Werkzeugkasten hinzufügen. Das habe ich jetzt gemacht und schon erscheint genau dieses Werkzeug hier oben in dem Schnellzugriff-Werkzeugkasten.
Werkzeugkasten. Mit einem erneuten Rechtsklick kann man das auch wieder aus dieser Liste entfernen und dann ist es wieder weg. Dasselbe gilt natürlich für alle anderen Funktionen, die Sie in der Multifunktionsleiste haben. Absatztext und wieder weg. Den Vollbildmodus, das Tastaturkürzel sollte sich jeder mal im Kopf speichern. Steuerung 0 und ich habe alle Funktionen und die Multifunktionsleiste ausgeblendet und kann mich ganz und gar auf meinen Zeichenbereich konzentrieren. Steuerung 0. Das PGP.text, die PGP-Textdatei. PGP steht für Programmparameter. Diese können Sie anpassen. Ich öffne diese Datei mal aus AutoCAD. Sie selbst, die Datei selbst liegt in Ihrer Benutzerverwaltung unter Windows. Der entsprechende Befehl ist gute Frage. Jetzt habe ich es. Es gibt keinen Befehl. Man muss im Reiter Benutzeranpassung den Alias bearbeiten. Also, wir haben Reiter verwalten, Alias bearbeiten und dann auf Alias bearbeiten. Das öffnet jetzt die acad.pgp-Datei, die in der deutschen Sprache so ausschaut. Und dort finden Sie im Grunde genommen alle Textkommandos, die Sie eingeben können und den entsprechenden Befehl dazu. Das können Sie sich jetzt anpassen, wie Sie möchten, wenn Sie Ihnen zum Beispiel sagen, wenn Sie sagen, dass die Abkürzung für Ansicht gefällt mir nicht, ich möchte, dass das Fenster heißt, dann können Sie das hier dementsprechend eingeben. Also nochmal verwalten und die Aliase, sprich die Tastaturkürzel für die entsprechenden Befehle bearbeiten. Der Objektfangmodus, OS-Mode. Dazu schauen wir am besten uns die Hilfe an. Und zwar ist es so, Sie haben ja in AutoCAD hier beim Objektfang die verschiedenen Möglichkeiten auf Objekte zu fangen. Und jede Möglichkeit ist mit einer Nummer versehen. Also Endpunkt ist Nummer 1, Mittelpunkt ist, glaube ich, Nummer 3. Und diese Einstellungen können Sie mit der Tastatur anpassen. Hier wird erklärt, worauf eingefangen wird. Und der Befehl OFANG. Jetzt schreibe ich diese Befehle des Objektfangs OS Options. Jetzt wollte ich Ihnen die Liste zeigen. Hier. Nein, das ist die, ob sie aktiviert ist oder deaktiviert ist. Ich dachte, ich habe diese Liste, den Link hier reingetan. OS Mode. Moment. Sehen Sie, da ist 39, OS Mode 39 und mit einer neuen Zahl können Sie quasi, jede Zahl steht für eine Kombination aus diesen Objektfangmethoden. Das lässt mir jetzt doch keine Ruhe. OS Mode. Hier haben wir sie. So, also wenn Sie nur den Endpunkt aktiviert haben, oder fangen, nur auf den Endpunkt fangen möchten, dann könnten Sie das, indem Sie für OS Mode 1 eingeben. Und jede weitere Zahl ist eine Addition der weiteren Zahlen. Also geben Sie zum Beispiel Endpunkt und Mittelpunkt als Objektfangoption ein, müssen Sie 1 plus 3 gleich 3 eingeben. Der Ausgangswert ist
4133, das ist quasi eine Kombination aus Addition und das Ergebnis, wenn man hier verschiedene Kombinationen addiert, ist ganz eindeutig, dann wird 4133 als Ergebnis herauskommen. Das heißt, Sie können sich quasi ein Objekt fangen, wenn Sie sagen, Sie möchten immer die ersten drei und den Schnittpunkt aktiviert haben, dann ist das Objektfang 39. Und wenn ich das jetzt hier umstelle auf 1, dann dürfte nur der Endpunkt aktiviert sein. Aktiviert nur der Endpunkt. Gehe ich wieder auf OS-Mode 39, dann müsste ich wieder auf den Ausgangspunkt zurückkommen. Ersten drei aktiviert plus der Schnittpunkt. Und so kann man sich quasi verschiedene Kombinationen, mit denen man sehr häufig arbeitet, auswählen oder auch sich einzelne merken und ganz schnell umschalten, ohne viel Mausgeklicke über die Kommandozeile. So, ich öffne die Datei, unsere Beispieldatei von heute und habe dort einige Sachen vorbereitet. Und zwar fangen wir an mit Teilen und Messen. Also jede Funktion oder es gibt Funktionen von AutoCAD, die beinhalten sozusagen auch andere Funktionen. Da komme ich später nochmal drauf. Teilen und Messen ist so eine Art Funktion. Der Unterschied zwischen Teilen und Messen ist folgender, das gehen wir mal kurz durch. Also ich gebe in die Kommandozeile Teilen ein und wähle das Objekt aus, was geteilt werden soll. Dann nehmen wir diese geschwungene Linie und sage an, ich möchte diesen Block, dieses Symbol auf dieser Linie verteilen. Gebe den Block ein und der Block heißt F-Mark. Ups. Na, jetzt ist mir mein AutoCAD verschwunden. Da ist die Hilfe drüber. Jetzt. Also, jetzt ist der Befehl weg. Teilen. Nochmal. Die Linie auswählen. Block auswählen. F-Mark heißt der Block. Soll der Block ausgerichtet werden, also soll er immer dem Linienvektor folgen oder soll er quasi gerade sein? Wir lassen ihn folgen und sagen 6 Segmente. Was jetzt passiert ist, diese Linie wird in 6 gleiche Teile geteilt. 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Und der Block gibt immer quasi die Grenze zwischen 2 gleichen Teilstücken an. Der Unterschied zu messen, selbe Vorgehen, ich nehme den Block, F-Mark, soll ausgerichtet werden und die Segmente, jetzt gebe ich aber nicht die Anzahl der Segmente, sondern die Segmentlänge an. Und nun habe ich quasi eine Segmentlänge von 10, das Ganze dreimal und der Rest hängt hinten dran. Das ist der Unterschied zwischen Teilen und Messen. Also einmal wird aufgeteilt in gleiche Stücke oder in die Anzahl der Stücke, die gewünscht sind. Als andere Mal wird die Länge der Teile angegeben und auch wenn es nicht ganz genau aufgeht, so wie hier am Ende. So, eine Ansicht, mit Ansichten zu navigieren oder mit Ansichten zu arbeiten, beschleunigt das Arbeiten erheblich und da ist es gut, wenn man die Tastaturkürzel kennt. Ansichten haben Sie entweder in der Multifunktionsleiste hier über den Ansichtsfenster konfigurieren oder Sie haben sie links oben in jedem View sozusagen, können Sie die benutzerdefinierten Modellansichten in dieser Liste haben. Sie müssten also quasi, um eine Ansicht zu ändern, hier oben
reingehen, benutzerdefinierte Modellansichten und dann sich den entsprechenden, die entsprechende abgespeicherte Ansicht in der Liste anzeigen. Sie könnten, wie man eine Ansicht erstellt, ist ganz einfach. Man wählt quasi, nehmen wir mal diese Ansicht, stellt sich eine gewünschte Ansicht ein und im Ansichtsmanager sagt man neu, gibt dafür einen Namen, neu, der Rest, man könnte noch ein paar, hier kann ich jetzt aktuelle Anzeige einstellen oder ein Fenster definieren, dann wähle ich mir ein Ansichtsfenster aus, der der neuen Ansicht entsprechen soll und sage okay, okay und schon, ich zoome jetzt nochmal in die Zeichnung hinein und wähle oben die benutzerdefinierte Ansicht neu und schon springt er zurück auf meine vorher gespeicherte Ansicht. Das Ganze, wenn man jetzt das oft machen muss, ist ein ziemliches Mausgeklicke und es gibt dafür im Grunde genommen den Umweg über die Kommandozeile oder das heißt die Abkürzung über die Kommandozeile. Ich habe es in dem Dokument so gemacht, dass in der Klammer immer die englische Abkürzung steht. Also AS ist Ansichtsfenster in Deutsch und minus V ist dann die englische Begriff. Sie können generell, und das ist in allen Sprachversionen von AutoCAD-Produkten so, immer den englischen Begriff benutzen, indem Sie einen Unterstrich vorher einfügen. Also, wenn ich jetzt mit dem Unterstrich etwas tippe, dann wird der englische Begriff gesucht aus dem Wortschatz. Ohne Unterstrich wird der deutsche Begriff gesucht. Also ich sage AS und sehe hierfür Ansicht, Ausschnitt. Ich brauche dafür immer das Holen. Ich will eine Ansicht quasi zu mir holen, H. Und jetzt müsste ich den Namen des Ansichtsfensters eingeben. Neu, ist klar, hatte ich gerade. Machen wir das Ganze nochmal. Also Ausschnitt, minus AS, holen, neu. Und schon habe ich meine Ansicht eingestellt. Der nächste Tipp, ähnliche auswählen. Select oder in Englisch Select Similar. Ich hole mir die Ansicht Cubicle, AS holen und dann die Ansicht und schon bin ich da, wo ich sein möchte. Sie können, wenn Sie etwas ausgewählt haben, über die rechte Maustaste sagen, ähnliche auswählen. Dann werden alle Objekte des gleichen Typs ausgewählt. Gleiche Farbe, gleicher Typ, gleiches Aussehen. Das kennen Sie vielleicht rechten Mausklick. Es gibt aber auch, wenn Sie das Ganze über die Kommandozeile eingeben, ich zeige es Ihnen jetzt nochmal mit dem englischen Begriff, Select Similar. Und jetzt haben Sie die Möglichkeit, Einstellungen vorzunehmen. Und zwar ist die Standardeinstellung bei ähnlicher auswählen alle, die auf dem gleichen Layer sind und alle, die denselben Namen haben, ähnlich auf Basis von Layer und Name. Sie können jetzt aber auch noch sagen, das abändern und sagen ähnlich auf Basis von Farbe. Das können wir gerne ausprobieren. Okay. So, ich wähle jetzt die grünen Objekte aus. Enter. Und schon habe ich alles, was grün ist. Der nächste Tipp, ausgewähltes Hinzufügen. Hiermit wählen Sie den gleichen Block aus und können ihn ganz schnell neu in die Zeichnung hineinfügen. Also nehmen wir an, wir möchten hier einen neuen Stuhl platzieren. Der normale Vorgang wäre dann über Einfügen, hier rauf drücken und dann suche ich mir aus der Blockliste den Stuhl aus. So könnte ihn hier einfügen. Fertig. Die Datei ist auf Basis von Inch und Feet erstellt, deswegen ist dieser Block, den ich hier eingefügt habe, jetzt sehr klein. Ich müsste ihn quasi ums 25-fache skalieren, damit er auf unser metrisches System passt. Die Abkürzung dazu ist,
Ich wähle mir den Block aus, den ich sowieso schon in der Zeichnung habe, gehe auf rechte Maustaste, sage Ausgewähltes hinzufügen und dann den Einfügepunkt, den Skalierfaktor nehme ich diesmal 25 und keine Drehung und schon ist der Block hier. Eine kleine Variante dazu, wenn ich das Telefon auswähle, sehe ich, der Bezugspunkt ist hier links oben. Manchmal möchte ich aber diesen zum Beispiel den, mit der Ecke hier unten auf irgendetwas anderes fangen. Dann könnte ich sagen, ich möchte das Ausgewählte hinzufügen, gehe auf Basispunkt und ändere mir dann, hier ist das Telefon, den Basispunkt auf diese Ecke. So, und jetzt sehe ich, dass er mir genau an dem Pfeil oder an dem Cursor an dieser Ecke dranhängt und könnte ihn jetzt quasi fangen. Der Skalierfaktor ist 25 und der Dreh ist 0. Und schon habe ich quasi diese Ecke auf diese Ecke angesnappt, währenddessen ich den Block eingefügt habe und skaliert und gedreht. Das war der Punkt Block Basispunkt ändern. Wenn Sie einen Block ganz schnell eingefügt haben und umbenennen wollen, kommt vor, dann geschieht das normalerweise über die Funktion Bearbeiten, Block bearbeiten. Der Kurzbegriff ist BBE oder B-Block Bearb und dann komme ich in den Block-Editor. Kann mir das Telefon auswählen und kann dann den Block bearbeiten. Und auch umbenennen. Es ist aber auch möglich über Rename oder umbenennen den Block auszuwählen, das Telefon und dann umbenennen in Telefon zum Beispiel. So, jetzt habe ich quasi zwei identische Blöcke mit zwei verschiedenen Namen. Manchmal ist das ja auch gewünscht, dass man mehrere Blöcke oder identische Blöcke mit verschiedenen Namen in einer Zeichnung hat. Das war der Befehl umbenennen oder rename. Den nächsten Punkt habe ich im Grunde schon abgedeckt. Wenn man mehrere Blöcke und identische in einer Zeichnung haben möchte, über Block bearbeiten, Telefon öffnen und speichern als. So, Schmierblock. Hier geht es hauptsächlich darum, ganz schnell aus vorhandenen Blöcken, die in der Zeichnung vorhanden sind, mir meine eigene Toolpalette zusammenzustellen. Also ich öffne die Toolpalette mit Steuerung 3 und kann dann sagen, ich möchte eine neue Palette hinzufügen, die nenne ich Schmierblock. Die ist standardmäßig leer und jetzt kann ich anfangen, mir Blöcke zum Beispiel oder Elemente aus der Zeichnung auf diese Toolpalette zu schieben und habe sie dann hier mit allen Eigenschaften, die dieser Stuhl oder diese Blockreferenz hat, abgespeichert. Hier mir die Eigenschaften anzeige, rechte Maustaste Eigenschaften, dann kann ich die sehen. Genauso gut könnte ich jetzt mir sagen, okay, jetzt nehme ich mir noch das Telefon, ups, das wollte ich nicht. Das Telefon, schiebe es mir auch noch. Telefon wurde nicht gefunden. Ha. Warum wurde das nicht gefunden? Sollte eigentlich funktionieren. Jetzt.
Eigentlich. Ah. Ist noch im Blog-Editor. Na, sehe ich nichts. Blog bearbeiten. Jetzt. Und wir nehmen noch eine Linie. Und sehen, wir haben jetzt hier eine Polylinie, wo wir ein Dropdown-Menü haben. Wenn wir das jetzt hier auf diese Linie klicken, können wir über dieses Dropdown-Menü sagen, was wir für eine Polylinie oder welchen Typ Polylinie wir erstellen möchten. Der Vorteil, wenn man diese Objekte jetzt in dieser Werkzeugpalette hat, ist, wenn ich eine neue Zeichnung habe, bleibt mir die Werkzeugpalette nach wie vor erhalten und ich kann mein Telefon aus der Werkzeugpalette direkt in eine neue Zeichnung einfügen oder den Stuhl oder was auch immer in der Werkzeugpalette vorhanden ist. So, Ansicht speichern und zwischen Ansichten wechseln hatte ich vorhin schon angesprochen. Hier geht es im Grunde genommen um den Befehl Ausschnitt. Es ist in dem Fall falsch. Also das ist eine weitere Ansicht erstellen, Ausschnitt speichern und den neuen Namen geben für die Ansicht und wie man den Ausschnitt dann über die Kommandozeile holt. Minus AS ist das Kürzel, Ausschnitt für Ausschnitt holen und dann den Namen eingeben. Mit der Systemvariable C-Layer kann man einen bestimmten Layernamen aktiv schalten. Also anstatt jetzt hier oben auf 0 zu stellen, kann ich sagen, in der Kommandozeile gebe ich ein C-Layer und gebe 0 ein und schon ist hier oben automatisch der Layer 0 aktiv, wenn ich den Namen des Layers weiß. Die Systemvariablen sind generell in Englisch und wenn immer, noch ein kleiner Tipp, wenn immer Sie mit Systemvariablen zu tun haben und Sie nicht wissen, was mache ich mit der Systemvariable? Ich soll jetzt da einen Wert eingeben. Der Vorgabewert ist 0. Was kann ich überhaupt eingeben? Gibt es in den Express-Tools ein Werkzeug, das heißt Systemvariablen-Editor. Und hier sind die allermeisten Systemvariablen enthalten. Es kann sein, dass neue Systemvariablen, die in einer neuen Versionen neu hinzugefügt wurden, in diesem Editor noch nicht enthalten sind. Aber wenn ich jetzt hier in der Liste suche nach dem C-Layer, unter C, dann habe ich quasi eine Kurzbeschreibung und den Default-Wert und die Möglichkeit, einen neuen Wert einzugeben. Das ist jetzt nicht sehr repräsentativ. Zum Beispiel CML Scale. Und dann steht in Englisch, dass es die Gesamtbreite einer Multilinie kontrolliert und dass der Wert zwischen 1 und 20 oder dass der initielle Wert 20 Einheiten groß ist. Hier haben wir dann ein Beispiel für die verschiedenen Werte, die eine Systemkoordinate oder Systemvariable haben kann, 0, 1, 2 oder 3. Und dementsprechend ist hier die Beschreibung drin. Also ein sehr nützliches Tool dieses Systemvariablen-Editors, um etwas mehr in Erfahrung zu bringen über Systemvariablen. Die andere Möglichkeit wäre natürlich, über die Hilfe zu gehen. Eine neuen Layer-Konstruktion erstellen mit der Farbe Gelb und aktiv schalten. Alles über die Kommandozeile. Das ist, machen wir dann so. Also, ich gebe ein Minus Layer
und sage, ich möchte einen neuen machen. M. So, der neue Layer steht auch unten drin in der Kommandozeile, soll Konstruktion heißen. Und die Layer-Option Farbe nehmen wir True Color 255 255 0, habe ich vorher nachgeschaut, für Gelb. Und mit Enter, Enter sollte der Layer erstellt sein. Und hier haben wir den Layer Konstruktion in Farbe Gelb. Nur ein Beispiel, wie man relativ schnell, wenn man die Befehle weiß, über die Kommandozeile einen neuen Layer zum Beispiel anlegt. So, ein Überschreiben vom Block einfügen. In diesem Beispiel machen wir quasi, suchen wir uns das Telefon aus, dann machen den Layer aktuell und sagen, das haben wir vorhin schon gemacht. Das war dann dieses Einfügen mit dem als Block einfügen und mit dem neuen Basispunkt. Das war dieses Beispiel hier. Kommen wir zum, ich muss mich ein bisschen beeilen, weil wir nur noch 10 Minuten haben. Wie gesagt, die Liste steht Ihnen zur Verfügung und Sie können sie auch Schritt für Schritt den Rest noch selber durchgehen. Wenn Sie Fragen dazu haben, können Sie auch jederzeit mir ein E-Mail schreiben und ich schicke Ihnen dann gerne ein Screencast-Video zu. Apropos Screencast, das ist der letzte Tipp auf der Liste. Das Programm wird quasi mit AutoCAD ausgeliefert und kann über die Kommandozeile Screencast aufgerufen werden. Screencast ist ein, da müssen Sie einen Autodesk-Account haben, den Sie sowieso haben müssten. Und dann könnten Sie im Screencast ein Video erstellen. So. Und der Vorteil von Screencast ist der, wenn Sie mit dem Support zu tun haben, können Sie dem Support sehr schnell zeigen, was Sie am Rechner machen. Und Sie können außerdem bestimmte Programme auswählen, dass nur diese Programme erfasst werden, auch wenn sie nicht bildschirmfüllend sind, oder Sie sagen, Sie möchten nur einen bestimmten Teilbereich des Bildschirms quasi aufnehmen. Ich möchte nur die rechte untere Ecke aufnehmen. Und während des Screencasts wird quasi dieser ausgewählte Bereich aufgenommen. Sie können dazu etwas sagen, Sprache aufnehmen und es werden optional die Tastatur- und Kommandozeileneingaben mit aufgenommen. Auf die Art und Weise kann jemand anders genau sehen, was Sie an welcher Stelle getan haben, um das nachzuvollziehen oder zu verstehen. Gut. Es gibt eine Systemvariable pEdit, um bei einer Eingabeaufforderung die Meldung, das gewählte Objekt ist keine Polylinie, soll es in eine Polylinie verwandelt werden, zu unterdrücken. Der Wert ist standardmäßig auf 0. Wenn man diesen Wert auf 1 setzt, dann wird dieses Ja am Ende standardmäßig angenommen. So, wir wechseln jetzt auf den anderen View oder hier ein paar Beispiele, wie die Kommandozeilen mit der Kommandozeile mit Abrunden quasi die Linien hier verbunden werden können. Ich gebe den Befehl ein in die Kommandozeile. Ich nehme das erste Objekt
Und jetzt sehe ich schon eine Vorschau, wenn ich über das zweite Objekt führe, dass diese hier quasi mit einem entsprechend berechneten Radius verbunden werden. Wenn ich den Befehl wiederhole, erste Objekt wählen und das zweite Objekt. Wenn Sie diesen Befehl mit einer Linie und mit einer Polylinie verbinden, dann wird automatisch mit diesem abrunden Befehl die Linie in eine Polylinie verwandelt. Das heißt, Sie müssen dann quasi nicht erst die Linie erst in eine Polylinie verwandeln und dann die Polylinien verbinden. Das funktioniert in diesem Befehl automatisch. Schnell Linien anordnen zeige ich Ihnen. Nehmen wir an, Sie haben eine Linie und brauchen dazu parallele Linien. Wenn Sie jetzt hier den mit der Steuerung-Taste gedrückt den Mittelpunkt nehmen und jetzt hier diesen Abstand definieren, Sie halten dabei weiter die Steuerung-Taste gedrückt, dann können Sie hier parallele Linien, der snappt automatisch zu dem, ich hätte den Objektfang abstellen sollen, zu immer demselben Abstand. So, jetzt habe ich parallele Linien erstellt durch Halten der Steuerung-Taste und Ziehen in einem bestimmten Abstand. Objektfang und Objektfangspur für Referenzpunkte verwenden. Also, wir überprüfen, ob der Objektfang eingestellt ist. Mit F11 oder hier unten. Das ist die Objektfang und die Objektfangspur ist hier daneben. Ich sehe, sie ist eingeschaltet bei L mit F11. Jetzt ist sie ausgeschaltet, steht in der Kommandozeile. Und wieder ein. Apropos Kommandozeile, es werden ja immer Befehle und Ergebnisse in der Kommandozeile angezeigt. Der allgemeine Rat ist es, sich immer möglichst viel anzeigen zu lassen, Minimum aber 3 Zeilen. Wenn man sich nur eine Zeile anzeigen lässt, kann man mit der Funktionstaste F2 sich das Kommandozeilenfenster anzeigen lassen. Mit nochmaligem Drücken F2 verschwindet es wieder. Das heißt im Grunde genommen, dass ich ab und zu mal hier in dieses Fenster reinschauen sollte, um zu sehen, habe ich hier irgendwelche Anzeigen oder wenn die Kommandozeile hier unten zu klein ist, dann drücke ich mit F2 und kann sehen, ob da noch mehr Text steht. So, also wir waren bei der Objektfangspur. Sie ist jetzt eingestellt und der Objektfang selber, F3, sollte auch eingestellt sein. Wir machen jetzt einen Kreis in der Mitte dieses Vierecks. Ich gehe dazu hier auf den Mittelpunkt, aber ich drücke nicht. Der Objektfang ist hier eingestellt und der Kreis braucht ja 2 Eingaben. Einmal Radius. Jetzt habe ich den nächsten Mittelpunkt. Ich drücke nicht und gehe dann in die Mitte und jetzt sehe ich, dass sich hier diese beiden Linien schneiden. Hier drücke ich, um den Mittelpunkt für meinen Kreis zu erstellen. Wenn ich jetzt zum Beispiel dann den Radius eingebe, 2,5, habe ich den Radius gezeigt. Eine kleine Einstellung. Sie sehen oder haben gesehen, wenn ich das so mache, dass sich die Linien hier in der Mitte kreuzen und dann ist vorbei. Das kann ich in den Optionen, in den Optionen eingeben. Das mache ich wieder aus. Und überzeigen, Vollbildspurvektor anzeigen.
Wenn ich den anzeigen lasse, der ist standardmäßig eingeschaltet, dann zeigt sich das Ganze so, dass diese Hilfslinie über den ganzen Bildschirm geht. So wie jetzt. Das nur zur Anzeige, dass man das einstellen kann. Das war nämlich schon unser nächster Tipp, Darstellung des Spurvektors ändern. Ah ja, den Befehl Hoppla wollte ich noch ansprechen. Hoppla ist nur ein Kommandozeilenbefehl, der den Layer oder das wiederherstellt, was zuletzt mit Entfernen gelöscht wurde. Nehmen wir an, ich lösche das alles, drücke Entfernen und jetzt zeichne ich eine neue Linie, Enter, nochmal eine neue Linie, ersten Punkt angeben. Wenn ich jetzt nur Enter drücke für die neue Linie, dann snappt er automatisch am Endpunkt meiner vorherigen Linie an. So, und jetzt merke ich, bräuchte ich jetzt noch was von der alten Zeichnung, was ich gerade vorhin gelöscht habe. Mit Undo oder Rückgänge könnte ich jetzt natürlich mehrmals drücken, aber dann wäre meine Linie noch weg. Gebe ich allerdings Hoppla in die Kommandozeile ein, dann ist der letzte Löschenbefehl rückgängig gemacht. So, jetzt würde ich hier abbrechen. Wir haben hier noch weitere Tipps, Polylinienlücken konsistent erstellen. Darum geht es, dass bei zackigen strichlierten Polylinien die Lücken manchmal nicht schön über die Ecke laufen. Das kann man mit diesem P-Line Generator Systemvariable ändern. Wie man schnell eine benutzerdefinierte Schraffur erstellt. Wir haben noch Layer und Namen einstellen und die Layernamen nach Excel kopieren. Die Kommandozeileneingabe Verzögerung einstellen. Drag and Drop mit rechter Maustaste, Text ausrichten, benutzerdefinierte Pfeilspitzen und Führungslinien erstellen, maximieren und minimieren der Ansichtsfenster, die Kommandozeile lesen, habe ich vorhin schon erwähnt, möglichst immer drei Zeilen anzeigen und das war es im Grunde auch schon. Wie gesagt, bitte schauen Sie sich die Datei und die Liste gerne nochmal an. Und falls Sie Fragen dazu haben oder etwas nicht nachstellen können, schicke ich Ihnen gerne einen Screencast dazu. Zum Schluss habe ich jetzt noch eine letzte Kurzumfrage, die ich Ihnen schicken möchte. Und zwar haben Sie bei dem heutigen Webinar etwas gelernt. Ich sehe, dass alle etwas gelernt haben, was mich sehr freut. Leider, ich hätte gerne alles präsentiert, leider hat die Zeit jetzt nicht ausgereicht. Ich hoffe trotzdem, dass etwas für Sie dabei war. Und wie gesagt, fragen Sie mich, meine E-Mail-Adresse müssten Sie haben. Ich sage es Ihnen nochmal, das ist die carstensenger@autodesk.com. Und das war es dann auch schon für heute, unser nächstes Webinar. Wir sind leider auch zu den Fragen nicht gekommen. Wenn Sie Fragen haben dazu, bitte, oder ich schaue mir die Fragen an und schicke Ihnen dazu dann ein E-Mail. Ich bedanke mich für Ihre Teilnahme am heutigen Webinar. Die nächste Veranstaltung ist dann mit dem Thema Einführung in 3D-Modellierung. In einem Monat am 5. November um 14 Uhr. Vielen Dank und auf Wiederhören.